Im Umland von Marbella in Spanien nimmt sich Matthias Malmedy heute den neuen Audi TT zur Brust. Die Reifen und die Begleitung auf dem Beifahrersitz winseln um Gnade. Oh Gott, bist du wahnsinnig? Was kann der Audi TT wirklich? Überschätztes Angeberauto oder doch ein sportlicher Freizeitflitzer? Audi sagt natürlich, alles effizienter, trotzdem stärkere und schnellere Motoren. Das Ganze in einem viel schöneren Design und so weiter und so fort. Wir prüfen das heute. Es sind natürlich trotzdem relativ viele Bauteile auch aus dem VW-Konzern, also auch vom VW Golf hier verbaut. Ob man das spürt, das finden wir heute raus. Anschnallen. 16 Jahre ist es her, dass der erste Audi TT auf die Straße kam. Die dritte Generation steht jetzt in den Startlöchern mit behutsam verändertem Grunddesign. Die Front ist schärfer und bulliger geworden. Die Schnauze mit dem großen Single-Frame erinnert an den großen Bruder R8. Auffallend neu dagegen sind die Scheinwerfer. Das Thema Lichtdesign hat ja quasi Audi erfunden. Und ich finde es ganz besonders interessant, was sie jetzt beim TT gemacht haben. Hier so zwei senkrechte Balken und einen Querbalken. Und dann, wenn man den Blinker betätigt, gibt es diese Laufbänder. Sieht sensationell aus. Und das sollten Sie sich merken, wenn das auf der Autobahn auftaucht, dann kommt der neue Audi TT. Die Silhouette des neuen Audi TT sieht man dagegen erst, wenn er vorbeizieht. Auch hier bleibt der TT bei altbekanntem und bewährtem. Runder Rücken, breite Spur und ein Heckspoiler für die Fahrstabilität. Bei der Seitenansicht stellt man sich am besten einmal so richtig platt von der Seite hin. Dann sieht man, das Auto sieht komplett so aus wie der Vorgänger. Und das ist auch gut so. Das gleiche gibt es beim Porsche 911. Der sieht auch immer aus wie der Vorgänger, aber halt so ein bisschen weiterentwickelt. Und das ist gut, weil das Design immer erkennbar bleibt. Los geht's. Und damit ist Matthias wieder zurück in seinem Element. Das Lenkrad fest in der Hand und den rechten Fuß voll auf dem Gas. So, liebe Freunde, wir sitzen im neuen Audi TT, die kleinere Maschine, Benziner, 4 Zylinder, 2 Liter Hubraum, 230 PS. Und wir wollen noch mal sehen, ob das hier Spaß macht. Auf dem Papier macht es auf jeden Fall Spaß. Er soll angeblich in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 gehen und das ist schon verdammt schnell. Beste Voraussetzungen für jede Menge Fahrspaß. Ein Mix aus knalliger Sonne und kurzen Regenschauern stellt das knackige Fahrwerk vor eine große Aufgabe. Überraschung. Sogar ein bisschen übersteuern lässt der TT bei ausgeschaltetem ESP zu. Überrascht ist Matthias auch beim Blick auf die Cockpit-Anzeigen, denn statt analoger Instrumente sind Tacho und Co. digital dargestellt. Es gibt jetzt ein riesengroßes Display, das all das darstellt. Und zwar gleichzeitig, einzeln, abwechselnd oder wie man es sich auch selber immer gestalten möchte. Im Moment habe ich jetzt hier die Einstellung Drehzahlmesser so groß, Tacho auch so groß und in der Mitte Google Maps Navi, so groß. Ja? Und das ist schon sensationell. Ich habe alles hier im zentralen Display und ich kann alles, wirklich alles, über die Lenkradtasten steuern. Das habe ich so in einem Auto noch nicht gesehen, außer vielleicht bei Knight Rider. Eine Sache am neuen Cockpit des TT stört Matthias allerdings dann doch. Der Radioknopf. Ich muss da so entweder über den Schaltknüppel drüber, am Schaltknüppel links vorbei oder am Schaltknüppel rechts vorbei. Aber ich kann ihn nicht einfach nehmen. Und wenn ich hier irgendwas an dem Drehrücksteller mache und ein neues Lied aussuche, dann nehme ich mal mein neues Lieblingslied. Das da. So, und jetzt will ich das hören. Dafür muss ich lauter machen. Muss ich entweder hier verstellen, ich mache es aber lieber da. Am ganz normalen Lautstärkeregler. Ah, genau, das ist noch echte Musik, ne? Die ist auch schon ganz schön alt geworden. Doch nicht nur der Radioknopf, auch die Schaltwippen am Lenkrad sind nicht nach Matthias Geschmack. Hier diese Schaltwippen, ne? Das ist nicht Audi. Die müssen aus Alu sein. Ne? Wenn ich jetzt hier mein Mäuschen auf der Seite sitzen habe. Hier, guck mal, mehr Mausi, ne? Guck mal. Dann hört sich das so an. Guck mal, hier Doppelkupplungsgetriebe, ne? Mit Formel-1-Tasten am Lenkrad, ne? Dann hört sich das so an. Geht doch nicht. Zeit für ein Zwischenfazit nach der Testfahrt auf der Landstraße. Wir fassen zusammen. Das ESP geht komplett aus. Sensationell. Das Auto übersteuert. Sensationell. Mag ich gerne. Auch wenn es ein Fronttriebler ist. Da muss das Heck mitlenken, weil nur so kriege ich Fahrdynamik. Zum Beispiel auf der Rennstrecke oder auf schnellen Landstraßenpartien zustande. Das ist gut. Das Auto ist gut.
Aber mit einem TT will man ja nicht nur auf der Landstraße fahren, sondern sich auch in der Welt der Schönen und Reichen zeigen. Kann er auch da punkten? So, jetzt wollen wir mal gucken, was der TT im Alltag drauf hat. Ich will ja erstens rausfinden, kann man damit vielleicht auch mal eine Frau ansprechen? Und zweitens natürlich, wie praktisch ist er, wie viel Platz ist da drin und wie viel Platz ist im Kofferraum? Fangen wir hier hinten an. Das ist meine Sitzposition. Und jetzt versuche ich mich mal da hinten reinzusetzen, ne? So. Ja, also ich würde sagen, das geht, oder? Das ist halt ein waschechter 2+2-Sitzer. Soll ich mal den... Ich glaube, wir gehen mal einkaufen. Mal gucken, wie groß der Kofferraum ist, ne? Hat jemand mal einen Schuhlöffel? Es folgt eine männliche Shoppingtour. Wenige Minuten später ist Matthias wieder da und fängt an, seine Socken und Unterhosen zu verstauen. Dann könnte ich ja noch, wenn ich wollen würde, alles auf der Rückbank noch vollladen. Also da ist ja noch kilometerweise Platz. 305 Liter Kofferraumvolumen sind ordentlich. Klappe zu, Klappe tot. Nächste Frage. Wie viel Eindruck macht der Audi TT? Im spanischen Jetset-Ort Marbella versucht Matthias, spontan eine Dame zu einer Testfahrt zu überreden. Tja, das war wohl nichts. Doch so schnell gibt Matthias nicht auf. Aber auch hier wieder nichts. Ja, irgendwie klappt das nicht so richtig mit dem Eindruck schinden. Entweder stimmt irgendwas mit mir nicht oder der TT sieht nicht richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Wir haben Erbarmen mit dem Mann und haben ihm kurzerhand eine Begleiterin organisiert. Rebecca Kratz ist VIP-Betreuerin in Marbella, kennt sich aus mit schönen, angesagten und teuren Dingen. Genau die Richtige, um Matthias zu helfen. Hallo. Hi, Rebecca. Hi, Matthias. Ja, so wie es aussieht, kennst du dich mit schönen Dingen aus? Ja, so ein bisschen. Hast du Lust, eine Runde mit mir mitzufahren? Ja, und du willst mal ein Urteil von der Frau haben? Genau, ich will mal wissen, wie Mädels das Auto finden. Also, schick ist es, auf jeden Fall. Was findest du am schickesten? Die Front. Die Front? Die Warum? Gefällt mir. Ich weiß nicht, die wirkt so kräftig und so stark und sieht total. Das gefällt mir, dieser Teil. Der Single Frame, meinst du? Der was? Single Frame, so heißt das. Kühler. Ist das was, um Eindruck zu schinden bei Frauen, das Auto? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Der gefällt mir. Oh, aber es ist eigentlich mehr ein Frauenauto, finde ich. Ein Frauenauto? Also eigentlich sollte ich fahren, ne? Nein, das geht nicht. Matthias gleitet mit dem 35.000 Euro teuren TT entspannt über den Asphalt. Rebecca ist begeistert. Also du sagst, mit so einem Audi TT kann man Eindruck schinden bei den Mädels, ja? Auf jeden Fall. Auch hier bei den ganzen Rich Girls in Marbella. Das ist ein Wahnsinnsauto, das ist wunderschön. Findest Wenn du damit irgendwo anfährst, klar. Findest du, dass der Wagen teurer aussieht, als er ist? Ich finde, der Wagen sieht viel teurer aus, ja. Für wie viel Euro hättest du geschätzt, was hat der? Ich hätte den jetzt fast aufs Doppelte. Also ich hätte jetzt gedacht, also er fängt so bei 60 an. Nachdem das geklärt ist, kann Matthias endlich wieder sein wahres Gesicht zeigen. Genau. Du machst mir gerade so Angst. Warum? Ich bin noch nie so gefahren. Ich war vor 3 Tagen auf einer Yacht unterwegs. Und mir wurde so schlecht. Aber das ist überhaupt nichts gerade im Vergleich mit dem hier. Du kannst mir vertrauen. Ich weiß nicht. Ja, das sagen die Männer immer. Du kannst mir vertrauen. Oh Gott, der ist nur, bist du wahnsinnig? Guck mal, wie der liegt hier. Zack, schön. So würde ich den Wagen eh nie fahren. Und noch eine S-Kurve. Und noch eine. Was sagst du? Matthias, bitte. Was ist denn? Ich kriege hier Schweißausbrüche. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass du das schlimm findest. Das heißt nämlich, dass das Auto gut fährt. Danke. Der Fahrstil am Anfang war ganz human gewesen. Er ist ganz ruhig gefahren. Und wo es dann irgendwie in die Berge hochgegangen ist, ist irgendwie so der Mann ihn durchgedreht. Ja? Und er hat überhaupt gar keine Rücksicht genommen auf mich. Er ist gefahren wie eine gesenkte Sau. Am Ende hat Matthias doch Erbarmen und chauffiert Rebecca vorsichtig nach Hause. Danach hat er noch eine Verabredung auf einer Rennstrecke. Und zwar auf dem Ascari Race Resort. Matthias krallt sich den TT mit der Top-Motorisierung, den TTS mit 310 Pferdchen. Wir gucken jetzt mal, wie die 310 PS so gehen. Ich finde, dass sie sehr, sehr gut gehen und unter Last hat dieses Auto Traktion ohne Ende. Wir sind hier im dritten Gang, 80, schön aus der Kurve raus beschleunigt. Und es drückt und drückt und drückt und drückt. Und es gibt gar keinen Schlupf. Das ist natürlich genial für schnelle Rundenzeiten. Schmierig nasse Strecke und kräftiger Motor.
beste Voraussetzungen, um auch einen Allrad an seine Belastungsgrenzen zu bringen. Wow, yo, wow, wow, wow. Also die Strecke ist sehr, sehr rutschig. Und das ist auch gut so, weil so können wir die Qualitäten des Quattro-Antriebs schön rausfinden. Alter Schwede, das rutscht ja, das gibt's ja überhaupt nicht. Der TTS hat zwar mehr Dampf, kostet aber rund 49.000 Euro. Da stellt sich sogleich die Frage, muss es dann der große TTS überhaupt sein? Ich würde, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich würde den Kleinen nehmen. Weil der Kleine ist eigentlich wirklich ein richtig gutes Angebot. Er hat nur 80 PS weniger, geht richtig gut, macht richtig Laune, hat die gleiche Kurvenlage, kostet aber 14.000 Euro weniger als der TTS. Und deswegen, glaube ich, entscheiden sich die meisten für den normalen TT. Und mit dem macht man auf jeden Fall eine gute Figur. Ob auf der Straße oder in der Stadt.